Gesundheit Scholz zu einer Pressekonferenz, wo ich recht herzlich begrüßen darf. Ich werde sich wundern, warum in Deutschkreuz und gerade im Gemeinderatssitzungssaal sogar ganz bewusst, weil es mir ein wichtiges Anliegen ist, weil die Bevölkerung in vielen Gemeinden oder in den meisten Gemeinden massive Belastungen ausgesetzt sind in der letzten Zeit mit Sparpaket und vielem mehr. Und auf der anderen Seite bei den Verbänden noch immer, und das betone ich noch immer, ein Selbstbedienungsladen herrscht und wie sich in den letzten Besprechungen oder Vorstandssitzungen herausgestellt hat, noch immer Vorstandsmitglieder sehen, dass sie sich für den derzeitigen Prozess, wo eine Anklage gegen den damaligen Abwasserverbandsobmann Heinrich Dorner läuft, so quasi dahinter stellen und sagen, der hat hier keinen Schaden angerichtet in seiner Position. Ich behaupte heute und hier ganz was anderes. Ich sage auch klipp und klar, dass ein weiteres Verfahren anhängig wird sein, und zwar gegen die Herrschaften, die Obmann-Stellvertreter, meines Wissens der Herr Trittremmel und der Herr Hoschopf, die auch sehr wohl gewusst haben, dass hier einiges in Schieflage geraten ist. In Schieflage geraten insofern, weil ich seit 10 Jahren in diesem Vorstand auch sitze und dementsprechend 10 Jahre schon darauf hingewiesen habe, dass hier Ungereimtheiten stattfinden. Es wurde immer wieder seitens der beiden Fraktionen SPÖ und ÖVP immer abgetan und gesagt, das ist alles ein Blödsinn. Ich betone das nochmal, es ist alles ein Blödsinn, was ich hier aufzeige, und der Kontrollausschuss hat alles im Griff und kontrolliert auch. Ich möchte heute kurz Replik passieren lassen und chronologisch einmal die ganze Situation nochmal beleuchten und zum Schluss zur letzten Sitzung und zur letzten überraschenden Aussagen gewisser Herren, die sich hier anscheinend bemüßigt fühlen, den Herrn Dorner und andere noch zu verteidigen. Ich möchte anfangen mit dem 4. April 2008, wo es einige massive Anschuldigungen von meiner Seite schon gegeben hat, das noch einmal zu überprüfen, sei es mit diesen Kilometergelder oder sei es, wie mir zu Ohren gekommen ist, auch anders geartete Einkäufe gibt, über den Abwasserverband Mittleres Burgenland abgefasst werden bzw. bezahlt werden, ohne dass hier groß die Kontrolle eine Möglichkeit hat, jetzt zu kontrollieren. Warum auch? Weil es seitens des Verbandes so gehandhabt wurde, dass die beiden Obmann-Stellvertreter das Gegenzeichen müssen. Lustigerweise scheinen dort einige Unterschriften auch seitens des Betriebsleiters, dem ich auch voll in die Ziehung nehmen muss, oft, wo ich mich gewundert habe, dass man hier einfach so drüber geht und keine Bedenken äußert. Ich habe des Weiteren darauf hingewiesen, dass viel Geld auch mit den ganzen Beteiligungen, mit diesen fondsgebundenen Situationen, was es damals gegeben hat, Probleme gibt. Da wurde mir noch seitens des Herrn Gruber, damals auch im Vorstand, Recht gegeben. Man muss sich hier anders umschauen, man muss was anderes in Erwägung ziehen. Aber das ist nicht heute Thema, sondern mir geht es, dass es seitens eines Vorstandes, wo Obmann und zwei Obmann-Stellvertreter, die ich immer kritisiert habe, dass es zwei Obmann-Stellvertreter gibt, das will ich auch vorausschicken, und die meiner Meinung nach eingespart werden hätten können, zumindest einer. Und jetzt kommt der Krux an der ganzen Situation, wo überhaupt ein zweiter Obmann-Stellvertreter, der gewisse Rohschopf-Bürgermeister aus Weingraben, gar keine Mitgliedsgemeinde ist beim Abwasserverband, sondern nur eine Betreuungsgemeinde. Das heißt, hier wurde einfach parteipolitisch gehandelt, wo man sich ausgemacht hat, zwischen SPÖ und ÖVP einfach Posten zu besetzen, um anscheinend den Hunger zu stillen, beziehungsweise auch finanziell über die Runden zu kommen. Und ich betone noch einmal, es ist und war nicht notwendig, einen zweiten Obmann-Stellvertreter zu installieren. Es hat sich bei der letzten Besprechung dann noch mehr vertieft, wobei ich mich gewundert habe, dass es noch immer weitergeht in diesem Abwasserverband mit diesen Selbstbedienungssachen, wo der Herr Hoschopf, Obmann, Stellvertreter seines Zeichens Bürgermeister aus Weingraben, mit sämtlichen Familienfahrzeugen zum Tanken nach Oberpullendorf in den Abwasserverband sich begibt und dort tankt, sehr wohl bezahlt, das muss man auch dazu sagen. Und das ist das Interessante, wie geht man hier um eigentlich mit öffentlichen Geldern?
Es war für mich erschreckend, dass sich dann in weiterer Folge noch herauskristallisiert hat, dass LKWs ausgeborgt werden für den damaligen Obmann und zurückgetretenen Obmann Dorner Heinrich, der anscheinend Holz sich nach Hause geführt hat, beziehungsweise nach Hause führen hat lassen, sogar mit einem Beschäftigten des Burgenländischen Abwasserverbandes. Hier wurde eine Frage seitens des Vorstandsmitglieds Geisler gestellt, wo dann der Herr Betriebsleiter der Meinung war, er weiß davon nichts, er hat das nicht angeordnet. Zwei Tage später wurde vom Betriebsleiter Stellvertreter einiges richtiggestellt, denn der damalige oder der jetzige Betriebsleiter Binell, damals noch Bürgermeister in Weppersdorf, hat protokolliert, dass er von dem Ganzen nichts gewusst hat und das nicht genehmigt hätte. Auf der Anfrage meinerseits, wie das abgehandelt wird, wenn solche Möglichkeiten bestehen in einem Verband, ich sagte, er weiß nichts davon, aber es ist möglich, dass das der Betriebsleiter Stellvertreter getan hat. Und er ist auch überzeugt, dass der das weiß. Zwei Tage später, drei Tage später, dementiert der Betriebsleiter Stellvertreter und sagt, er hat das nicht angeordnet, sondern es hat der Betriebsleiter angeordnet und in seines Zeichens damals Bürgermeister von Weppersdorf, Binell Paul. Daraufhin habe ich klar und deutlich zu erkennen gegeben, es muss eine klare und deutliche Aussage jetzt geben dazu. Entweder hat der Binell das angeordnet oder der Herr Fuchs als Geschäfts- oder als Betriebsleiter Stellvertreter. Dann gab es ein Schreiben vom Herrn Ingenieur Paul Binell, Betriebsleiter des AWV Mittleres Burgenland. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Delegierte, in Ergänzung zum beiligen Protokoll der Mitgliederversammlung vom 3.12.2010 möchte ich zur Anfrage von Landesabgeordneten Bürgermeister Rudolf Geisler betreffend einen Holztransport an den ehemaligen Obmann Ingenieur Dorner Folgendes richtigstellen bzw. berichtigen. Die Verleihung eines Dienstfahrzeuges für Fahrten an Dritte, in konkreten für den angeführten Holztransport, habe alleine ich genehmigt. Die Fahrzeugbeistellung wurde zwischenzeitlich auf ausdrücklichen Wunsch des Obmanns verrechnet. Die Fahrzeugbeistellung wurde zwischenzeitlich, das ist ja lustig, wie man es aufdeckt hat. Dann hat man geschaut, dass man was verrechnet. Mein ausdrückliches Bedauern gilt jedem Mitarbeiter, die ich ungerechtfertigt angeschuldigt habe. Kopiere ich das, ich habe überhaupt kein Problem damit. Das sind öffentliche Geschichten, wo ich mich frage, wie kann es das geben, dass ein Betriebsleiter bei einer Anfrage, da kommt vielleicht noch einiges dazu, bei einer Anfrage, ob das stattgefunden hat, sagt, ich weiß von nichts, mein Name ist Hase, das muss der Stellvertreter sein. Der beschuldigt eigentlich seinen Mitarbeiter, der Mitarbeiter oder Betriebsleiter, Stellvertreter, dass sie das gewusst haben. Ich denke, das kann es nicht sein und sowas finde ich für nicht Kollegialität, aber auch gegenüber den Gemeinden, Mitgliedergemeinden, einfach eine Lüge. Ich bezichtige eine Lüge, was er da gesagt hat, und jetzt muss er durch diesen Brief das revidieren, weil der Betriebsleiter, Stellvertreter sich dementsprechend gewährt hat. Solche Dinge, wie viel hat es gegeben in der Vergangenheit, die wir nicht kontrollieren konnten, ist meine Frage. Gibt es sie noch immer, ist die nächste Frage. Wird noch gedankt für Betriebsangestellte oder auch Obmänner oder Obmann-Stellvertreter? Wie weit werden Betriebsfahrzeuge eigentlich weiter ausgeliehen? Zu welchen Konditionen? Die ja dann eine Diskussion gegeben oder eine Grundlage gegeben hat, um zu diskutieren, wie weit kann man eigentlich gehen. Aber was für mich interessant war, dass der jetzige Obmann, und zwar der Bürgermeister Sorejon, Heger immer wieder betont hat, er will alles bereinigen, er will alles für in Ordnung halten. Siehe da, es gibt danach, nach seiner Nominierung, wo ich dabei noch sagen muss, überraschend schnell eigentlich das Ganze über die Bühne gegangen ist, weil ich der Meinung war, solange diese Prozessgeschichten laufen, sollte der Obmann Stellvertreter für was haben, die Geschäfte weiterführen. Das wurde auch politisch aber leider Gottes anders entschieden. Ich habe das nicht für in Ordnung empfunden. Des Weiteren gibt es jetzt bei der Verhandlung ganz neue Aussagen, neue Kriterien, wobei
diese Kilometergelder ja gleichzeitig mit dem Land akkordiert werden mussten. Und jetzt gibt es eine Anfrage meinerseits, wie das ausschaut mit den Kilometergeldern allgemein, wenn jemand doppelt verrechnet. Wie sieht die ganze Situation im Land aus, wenn einer ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt und das ist ein Dienstauto vom Land? Muss der privat Kosten bezahlen oder ist es irgendwo so Usus, dass man sagt, da kann jeder fahren, was er will und das wird einfach so genehmigt? Hier gibt es eine Anfrage, auf die ich mich freue, wenn dort herauskommt, dass das Land das eigentlich alles in Ordnung findet, aber ich verstehe dann nicht die ganze Situation, wie es derzeit abgehandelt wird. Ich vertrete noch einmal die Meinung, wenn eine Sekretärin so quasi vergewaltigt wird, die Kilometergelder zu schreiben, wo sie immer wieder darauf hingewiesen hat, das ist nicht richtig, da gibt es keine Beschlüsse, sie trotzdem diese Kilometergeldabrechnungen vornehmen muss. Das Gleiche gilt für mich für die Buchhaltung, wo ja ganz eindeutig und klar festgehalten werden musste, dass Geländer, Fußböden, Waschmaschinen, Vignetten an die Herrschaften verteilt wurden oder abgerechnet wurden und der Verband bezahlt. Also es muss auch in der Buchhaltung dementsprechend aufgefallen sein. Das Gleiche hat der Kontrollausschuss nie die Möglichkeit bekommen, den Betriebsleiter seine Unterlagen zu kontrollieren, der ja auch zeichnungsberechtigt war und einiges, wie man jetzt gehört hat, nicht so im richtigen Lot ist. Und jetzt komme ich zu der letzten Sitzung, wo ich bestürzt war, als man schlussendlich hergegangen ist und hat gesagt, am 25.01.2012, anhängige Strafsache Ingenieur Dorner. Da gibt es eine Aussage des Obmann Heger, was mich sehr betroffen gemacht hat, so quasi, der Herr Obmann, Ex-Obmann will den Schaden gut machen und daher sollten wir von der Klage Abstand nehmen. Das war für mich eigentlich schon sehr überraschend. Jetzt sage ich mal, welcher Fall wäre es gewesen, wenn nicht einer SPÖ zugehörig wäre gewesen? Was wäre dann passiert, wenn das an anderen passiert, dann hätte man einen Fuß in die Pfanne gehabt. Auf der anderen Seite geht man her und will den freisprechen. Und ich sage das auch mit der Deutlichkeit, ich kann das vorlesen, kann es kopieren. Ob man hier berichtet, dass der Anwalt des Abwasserverbandes, Herr Niklaus aus Wien, den er davon Kenntnis gesetzt hat, dass Herr Ingenieur Dorner den Schaden wieder gut machen will. Zwei Wochen vorher hat er gesagt, er hat keinen Schaden angerichtet. Im Gegenteil, er hat noch für den Verband positiv gearbeitet, weil wenn wir einen Obmann hätten gehabt, der was den Bezügebegrenzungsgesetz nicht betreffen würde, hätte es mehr gekostet. Ja, das ist klar geregelt. Wenn einer Obmann ist, der was keine drei Bezüge hat, laut dem Bezügebegrenzungsgesetz, wäre das alles okay. Aber jetzt zu sagen, ich habe keinen Schaden, im Gegenteil, hat gut getan und auf der anderen Seite sieht er jetzt ein, ich habe doch Schuld und ich würde es gern zurückzahlen und jetzt kommt genau das. Obmann Heger gibt bekannt, dass die Sache insofern jetzt kompliziert wird, da der Schaden ja eigentlich nicht in der von Ingenieur Dorner zurückbezahlten Höhe entstanden ist, sondern ca. 3.000 im Abwasserverband als Guthaben aufscheinen. Da gibt es ein Guthaben mit 3.000 Euro. Wie kommt das zustande? Wie geht das? Das heißt, der Dorner muss irgendwo 3.000 Euro hinterlegt haben, ich weiß inzwischen, das stimmt, hat 3.000 Euro hinterlegt und hat gesagt, lass es auf den Konto, weil da taucht irgendwas auf. Nein, das ist ja Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, ich gehe her und lege in der Gemeinde 3.000 Euro an und sage, irgendwann wird vielleicht irgendwas auftauchen, wo was passiert ist. Wo leben wir? Ich habe immer davor gewarnt und gesagt, zahlt das Geld zurück, das kann es nicht sein. Für was legt der 3.000 Euro daher? Und solche Dinge in der Richtung mehr. Ich habe dann gesagt, Bürgermeister Kölle wendet ein, dass in diesen Angelegenheiten seiner Meinung nach zuerst die Entscheidung des Gerichtes abzuwarten wäre. Es wäre ja durchaus möglich, dass sich der Betrag im Zuge des Verfahrens noch erhöhen könnte. Weiters will Bürgermeister Kölle wissen, ob Ingenieur Dorner diese 43.129 dann an das Gericht oder an den Abwasserverband bezahlen muss. Was passiert bei einem eventuellen Freispruch? Von wem erhält der Verband dann diesen Betrag? Das heißt, wir hätten sollen beschließen, dass wir den Betrag nehmen in dieser Höhe und somit schreiben, also wir bleiben nicht mehr bei der Klage. Das kommt ja dann nicht. Obmann Heger weist darauf hin, dass der Anwalt in Einvernehmen mit Ingenieur Dorner diese Schadenswiedergutmachung schon deshalb anstrebt, weil sich das strafmildernd auswirkt. Ich zahle zurück, ich habe es genommen vorher, dann lege ich es zurück und sage,
Freunde, bestätigt mir das, es macht da nichts mehr dagegen. Und das sind Dinge, wo ich, muss man eigentlich sauer aufstehst. Jetzt kommt's. Bürgermeister Giffing, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, das ist auch ein Vorstandsmitglied aus Schwarzenburg, der Bürgermeister, betont, dass Ingenieur Dorner dem Verband zwar einen Schaden zugefügt hat, er aber in all diesen Jahren im Verband auch etwas geleistet hat. Er betont jedoch nochmals, dass seiner Meinung nach hier von keinem Schaden gesprochen werden kann. Punkt. Er hat es quasi fast umsonst getan. Steht eindeutig in einem Protokoll drin. So, dann er stellt die Frage in den Raum, ob der Vorstand des Abwasserverbandes menschlich so kalt sein kann, dass er sagt, dass das, was er Dorner gemacht hat, geht uns einfach nichts an. Oder zeigen wir uns menschlich, erkennen diese Summe, die der Staatsanwalt festgestellt hat, an, oder reduzieren wir sie noch? Wir müssen die Summe noch reduzieren und brav, so ist es gut über die Bühne gegangen. Bürgermeister Kölli wendet ein, dass Ingenieur Dorner sehr wohl eine Entlohnung erhalten hat, dass diese laut Bezügebegrenzung sehr eingeschränkt war, auf einen bestimmten Betrag war jedem bekannt. Er betont, dass er selbst 10 Jahre lang darauf hingewiesen hat, einen dementsprechenden Beschluss zu fassen. Nochmal zurück, 10 Jahre lang habe ich gesagt, tut's was, da geht sowas schief, aber ist egal, mit SP und ÖVP mehr, ist mir einfach drüber gefahren, ich sitze allein dort drin als Namensliste, was fragt er kann. Dann sage ich noch dazu, dass er keine Entlohnung erhalten hat, das stimmt ja nicht. Er hat ja trotzdem diese 340 Euro kassiert und nebenbei natürlich ja, einiges noch sich privat bedient. Und das finde ich für verdacht. Bürgermeister Giffing wendet ein, dass sich dabei um keinen Schaden handelt, verneint dies, weil Ingenieur Dörner laut Gesetz nur der Homers 326,40 gehalten hätte dürfen, der Rest hat er sich so genommen. Fast gleichzeitig hat er noch Angestellte des Verbandes mit in das Boot gezogen. Frau Ibi und Herr Binel müssen sich auch nun vor Gericht verantworten. Herr Bürgermeister Kölli findet das nicht in Ordnung. Vollkommen richtig. Und da gibt es jetzt auch einen Brief von der Frau Ibi, das auch sehr interessant ist, wo sie klar und deutlich aussagt, was sie von der ganzen Situation hält, wo sie sagt, sie wurde quasi so gezwungen dazu. So, Frau Ibi, Therese Ibi, Lichtstraße 6 Reiting, an den Abwasserverband Herrn Oppenmann, Bürgermeister Peter Heger, Artikel in der Tageszeitung Kurier am 16. August 2000, Klarstellung. Ich will das jetzt gar nicht alles vorlesen, aber nur ein paar Sätze. In der Tageszeitung Kurier am 16.8. erschien Artikel Neuer Kapitän für den Abwasserverband ist geeignet, mein Ruf als ich für die Lohnverrechnung zuständige Sacharbeiterin im Abwasserverband nachhaltig zu schädigen. Daher folgt meinerseits nachstehend eine Klarstellung. Die Frage die Passage lautet, Peter Heger, der 53-Jährige ist SPÖ-Bürgermeister der mittelburgischen Gemeinde Hohenwildendorf, will sich künftig vor allem um Transparenz bei den 4 Verbandsfinanzen bemühen. Missstände müssen abgearbeitet werden. Der Prüfungsausschuss muss ständig kontrollieren und auch die Lohnverrechnung sollen immer im Auge auf allen Abrechnungen haben, sagt Heger in Bezug auf vermuten Malversation in der Vergangenheit. Das heißt, er sagt, in der Vergangenheit ist doch vieles passiert. Und jetzt kommt der Punkt. Der Herr Heger ist immer dort drin gesessen, seit er Bürgermeister ist. Also hätte er nicht die Aufgabe gehabt, genau das im Vorfeld zu machen. Das sagt natürlich, das los hat mir nicht gefallen. Ich bin seit 16. Februar 1991 in Abwasserverbundbüchern beschäftigt. Meine Aufgabengebiet um Lohnverrechnung, Personalverwaltung, Urlaube und das Gleiche. Allgemeine Korrespondenz, Personal, die Einstufung der Bediensteten einschließlich der Gewährung von Zulagen, Überstellung, Genehmigung von Bilanzgeldern etc. erfolgen durch die Obmänner in Form von dokumentierten Aktennotizen. Ich stelle da ausdrücklich fest, dass ich als Sacharbeiterin für die Lohnverrechnung nicht für alle Abrechnungen im Verband zuständig sein kann. Insbesondere nicht für die Abrechnungen und Rechnungen betreffend der Buchhaltung. Verbunden mit meinen Aufgaben gibt es auch die besondere Vertrauensverhältnis der besonderen Verschwiegenheitspflicht. Bezug nehmend auf die Kilometerabrechnung des Ex-Obmann-Ingenieurs halte ich fest, dass ich nachweislich seitens des Obmann- bzw. des Betriebsleiters beauftragt wurde, diese Kilometergeldaufzeichnung nach einem vorgegebenen Muster zu tätigen. Das heißt, dem ist vorgelegt, du hast das so zu schreiben. Und jetzt bin ich dort. Betriebsleiter und Obmann stellvertretend. Laut Personal, das Personal ist laut gültiger Satzung des Abwasserverbandes weisungsgebunden. Das heißt, ich habe gar nicht auskennen. Jetzt kommt der Anna vor Gericht, wird wahrscheinlich verurteilt, das muss man auch dazu sagen, Mitwisserin der ganzen Geschichte, hat aber darauf hingewiesen und es ist in diesem Verband nichts geschehen. Außer, dass wir immer wieder aufgezeigt haben und immer wieder bei Sitzungen das niedergemacht wurde.
Lasst den Kölli reden. Und da gibt es die Protokolle, könnt ihr alle Einsicht nehmen, könnt ihr euch anschauen, was sie da immer angespielt hat. Jedes Mal Wortmeldungen, tut es aufpassen, da wie rennt. Aber was total daneben. Sie sagt noch dazu, es ist also absolut unzulässig zu fordern, dass die Lohnverrechnung immer ein Auge auf alle Abrechnungen haben sollte. Mir als Sachbeiterin für Lohnverrechnung stehen diesbezüglich keinerlei sachliche Prüfungskompetenzen zu. Sollte daher mal Malversationen in diesem Bereich festgestellt worden sein, so sind die oben angeführten Organe des AWV mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren. Ich denke, das sagt sehr viel aus, was in diesem Abwasserverband passiert ist und noch weiter passiert. Und warum weiter passiert? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt ja immer wieder Ausschreibungen, weil Mitarbeiter ausscheiden, Pension gehen oder krankheitshalber ausscheiden, sogar Selbstmordgeschichten und was weiß der Teufel, was da alles gegeben hat, wo ich auch Briefe bekommen habe, aber die will nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wo ich mich auch betroffen gefühlt habe. Aber doch, das kann es ja nicht sein, dass man so mit Mitarbeitern dort umgeht.